Hier sind coole Tears of the Kingdom Fakten, die du vielleicht noch nicht kennst. Wenn Link die Zeitumkehr nutzt, wird nicht nur die gesamte Welt eingefroren, sondern auch Link selber, da er nicht mal während er die Fähigkeit nutzt, seine Ausdauer wieder regenerieren kann. Terry gibt dir spezielle Fakten über jeden Käfer, den du bei ihm in seinem Shop kaufst. Ey, wir lieben Terry. Er ist so cool. Unter jedem Stall, was man in der Overworld findet, befindet sich im Untergrund ein Loin, den du bekämpfen kannst. Du kannst mit dem Licht vom Masterschwert ab einer bestimmten Entfernung nicht mehr Sachen zerschneiden? Warum kann man zum Beispiel diesen Baum erst, wenn man näher dran ist, fällen, wenn das Lichtschießen genau dafür gedacht ist, aus der Entfernung was machen zu können? Selbst nachdem das Masterschwert mit heiliger Kraft gestärkt wurde, macht es immer noch 30 Schaden. Und seine Aufladezeit beträgt immer noch 10 Minuten. Yunobu wird als nutzlos angesehen, doch er kann für dich wirklich Angriffe abblocken, wie zum Beispiel einem Gliok. Ihr seid ehrlich, das sieht schon badass aus irgendwie. Und ich habe vor ein paar Tagen Tears of the Kingdom durchgespielt, ohne zu gehen. Schau gerne vorbei.